Bergenhusen ist ein Storchendorf, schon immer gewesen. Aber die Störche haben sich jetzt in den ganzen Dörfern rundherum auch mit eingesiedelt, weil es gibt zu wenig Reetdachhäuser. Hier in Bergenhusen finden wir noch viele, aber die anderen Dörfer, da sind Hartdächer drauf. Und da können die Tiere keine Stöcker drauflegen, die rutschen immer den Dachpfann wieder runter. Deswegen bauen wir solche Massen auf, damit die dann Nisthilfen haben, damit wir den Storch für uns in Stabelhorn behalten. Das ist das Ziel. Wir wussten vorher nicht, was auf uns zukommt. Und dann sind wir mit der Hebebühne nach oben gefahren und durften da zwei Storchennester mit reinigen und sauber machen. Und ja, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Im Herbst, wenn die Tiere abgeflogen sind, fangen wir an, die ersten Nester schon zu sanieren. Bloß wir schaffen nicht alles im Herbst. Deswegen geht das über den ganzen Winter bis zum Frühling hin, bis die Störche schon wieder da sind. Am Anfang war es ein bisschen wackelig, natürlich war man ein bisschen aufgeregt, aber durch die Zeit dann hat man sich daran auch gewöhnt und das war dann am Ende auch, hat auch Spaß gemacht. Dann. Durch die Witterung ist das ja wie ein Kompost, der verwittert dann und hat Schicht für Schicht, wird immer dichter. Und die Tiere, die da oben drauf stehen, die sind 24 Stunden auf diesem Nest und treten das Ganze fest. Und dann nehmen wir den Kram raus, lockern das wieder auf, damit dann, wenn es regnet oder noch mal Hagel kommt, weil der Hagel ist ja dann eiskalt, und wenn der sich auflöst, sammelt sich das Wasser im Gelege oder sogar, wenn schon Küken da sind. Und dann kann es passieren, dass die Tiere dann unterkühlen. Und das wollen wir verhindern. In dem Moment, wo wir das jetzt rausnehmen und wieder neu mit Schredder reinlegen. Lieber kleinere Stücke nehmen, Patrick. Ich habe mal richtig gemerkt, ja, wie man das mit der Schaufel rausheben wollte, dass richtig fest das drin war. Und da kann man sich vorstellen, dass da das Wasser sich staut und das nicht gut ist für die Tiere. Und deswegen konnte man sich schon vorstellen, was auch das für eine Arbeit ist, das alles rauszumachen. Und deswegen eine gute Erfahrung, das mal zu sehen. Bitte schön. Ui. Also zum einen müssen wir davon natürlich den Hubsteiger bezahlen. Da haben wir heute zwei Nester gemacht. Das heißt, die anderen 28 Nester müssen wir auch noch machen. Das werden wir davon bezahlen. Und außerdem brauchen wir immer mal wieder was, wenn Einsätze unterm Jahr sind, wenn ein Storch irgendwie am Verhungern ist oder rausgefallen ist oder so ein Küken, dann gehen wir auch noch mal mit dem Hubsteiger bei und sehen danach im Rechten. Also dafür werden wir das hauptsächlich einsetzen.